Zunächst aber zu drei jungen Franken, die sich mit 90 Minuten Fußball überhaupt nicht zufrieden geben. Das Trio aus Unterfranken will im März das Siberian Black Ice Race bestreiten. Und das heißt, Achtung, 600 Kilometer über den zugefrorenen Baikalsee zu Fuß und das Ganze bei bis zu minus 60 Grad. Da friert es mir jetzt schon. Für die Deutsche Krebshilfe wollen sie als Team das Rennen bestreiten. Unsere Unterfranken-Reporter Maria Thiele und Harald Möginger haben die drei furchtlosen Franken beim Training besucht. Extremsport, ganz extrem. 610 Kilometer quer durch Sibirien, 15 Tage lang nichts als Kälte, Schnee und Eis. Das ist der härteste Lauf der Welt. Und diese Jungs sind mit dabei, Tobias, Dominik und Michael. Drei furchtlose Sportler aus Mittelfranken. Ich war im Bayerischen Wald und habe da oben in die Berge schon kampiert und geschlafen, versucht Schnee zu schmelzen, so realistisch wie möglich vor Ort. Lauftraining am Brombachsee bei 7 Grad plus. Zum Vergleich, die Temperaturen in Sibirien 51 Grad minus. Und Schnee hat's in Franken leider auch nicht. Dafür sind aber die Tagesetappen realistisch, mindestens 40 Kilometer. Ja, also wir ziehen dann täglich dann 8 bis 10 Stunden lang Gewichte hinter uns her. Leider haben wir jetzt eben noch keinen Schnee und daher müssen wir Autoreifen nehmen oder dann eben unsere Trainingspulkas. Fremde Hilfe ist während des Rennens verboten. Geschlafen wird im Zelt, in Spezialschlafsäcken. Und da könnte es in der Nacht auch ungebetene Besucher geben. Wölfe sind am Baikalsee keine Seltenheit. Ein Besuch im Wildpark soll dem Team die Angst vor den Raubtieren nehmen. Aber er wird jetzt nicht angelockt, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt da unterwegs sind für unsere Essen oder, weil man hat ja viele Berichte schon gesehen, wo jetzt zum Beispiel Bären Wanderer angreifen. Also dass jetzt ein scheuer Wolf, ein wilder Wolf, aufgrund von ihrem Wurstbrot sie angreift, ist sehr gering. Da müsste der total ausgehungert sein, dass er sagt, okay, ich wage mich an meinen Feind, der ja meinen Tod bedeuten kann, heran. Interessant wird es aber wirklich erst, wenn die dann schlafen und dann noch Geheule da wäre. Wie reagiert man im Schlaf? Und wenn sowas auf dem Baikalsee passieren würde, dass dann einer nicht schlafen kann deswegen, dann ist so ein Rennen auch sehr schnell beendet und wenn der mal ein paar Nächte nicht mehr schlafen kann. Deshalb wird gleich mal direkt am Wolfsgehege übernachtet. Das Geheule ziemlich gewöhnungsbedürftig. Genau wie die Tütennahrung für den Extremlauf. Wir verpflegen uns mit Trockennahrung, wo nur noch mit Wasser aufgefüllt wird. Und dann wird gewartet 10 Minuten und dann grillt es auf und dann können wir das essen. Der Lauf über den Baikalsee. Eine Strecke so lang wie einmal quer durch Deutschland unter absolut lebensfeindlichen Bedingungen. Für Michael und sein Team mehr als nur ein großes Abenteuer. Wir werden auch für die Deutsche Krebshilfe laufen, weil ich selber eine Krebsgeschichte hinter mir habe. Ich habe 2 Jahre Krebs gehabt. Unser Dominik ist nächstes Mitglied, denn seine Mutter ist an Krebs gestorben. Und darum haben wir uns entschieden, auch für die Deutsche Krebshilfe zu laufen. In knapp 2 Monaten wird es für Michael, Tobias und Dominik ernst. Dann müssen sie im kalten Russland zeigen, wozu Franken fähig sind.